Hallo, ich bin Kai von Recording.de. Das hier ist jetzt das letzte von insgesamt zwei begleitenden Videos zum Testbericht Multiclock von ERM, Erfindungsbüro Rest und Meyer aus Berlin. In diesem Video zeige ich euch eine Performance, in der ich mit den Shuffle-Reglern von der Multiclock rumspiele und euch zeige, dass man damit sehr musikalisch arbeiten kann. Die Multiclock hat vier Kanäle. Für jeden Kanal gibt es einen Shuffle-Regler. Mit diesen Shuffle-Reglern bekommt man rhythmische Ungenauigkeiten in das Signal. Das heißt, dass ein Schlagzeug irgendwie so ein bisschen grooviger klingt. Und dieses grooviger, das ist ja, was man sich musikalisch in vielen Situationen wünscht. Dass es einfach nicht statisch so nach Maschinengewehr klingt, sondern so ein bisschen organischer, ja, wie so ein Schlagzeuger auch einfach ein bisschen ungenauer spielt. Und das kriegt man mit der Multiclock ziemlich cool hin. Viel Spaß mit der folgenden Performance.